Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, hier hinten seht ihr gerade schon Stapel von den Lidschattenpaletten, die ich gerade schon geswatcht und abgedreht habe. Und wenn ihr wissen wollt, welche Drogeriepaletten ich habe, dann schaut in mein letztes Video. Und jetzt geht es um meine High-End oder etwas hochpreisigeren Paletten. Die würde ich euch gerne zeigen und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit die Zoeva Paletten und da habe ich zwei Stück noch und zwar die Zoeva and Taupe Palette. Das war meine erste teurere Palette, sage ich jetzt mal. Und die habe ich einige Male verwendet. Gerade dieser Farbton Handmade mochte ich sehr, sehr gerne. Und ja, die haben schon aber bemerkt, wie sich die Lidschatten in den letzten Jahren verändert haben. Wie pudrig und trocken die eigentlich auch sind. Oder ob es einfach im Alter liegt, aber wirklich schöne Lidschatten. Und ja, die Palette darf auf jeden Fall bleiben. Dann haben wir hier die Zoeva Basic Moment Palette. Die ist ja so hochkant. Und ja, auch die habe ich sehr, sehr gerne verwendet, wie man sieht. Und ich glaube, die darf auch bleiben, was eine schöne Basic Palette ist. Und ja, dann meine, war das meine erste oder das meine erste? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber eine von denen und ich glaube, dass es die Chocolate Chip war, die meine erste Too Faced Palette war. Das ist dieses kleine Teilchen hier. Geh auf. Hat diese Farben drin. Sehr kleine Pfännchen. Duftet wirklich richtig schön nach Chocolate. Und ich glaube, die bleibt. Einfach aus nostalgischen Gründen. Ich greife zwar wirklich sehr, sehr selten zu ihr, aber ich glaube, die bleibt einfach. Dann kommen wir gleich zum nächsten Too Faced Schätzchen, und zwar die Natural Eye. Und zu der habe ich schon wesentlich häufiger gegriffen. Man hat hier so drei Farbkonzepte, Day, Classic und Fashion. Also das sind wirklich schöne Farben und man kann sie natürlich auch untereinander mischen. Eine schöne Palette, die bleibt auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich Too Faced fertig. Wir gehen gleich mit Too Faced weiter. Und zwar habe ich hier diese kleine süße Palette. Das war auch eine Limited Edition Eyeshadow Palette. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Hieß die irgendwie Puppy oder so? Auf jeden Fall sind das die Farbtöne. Ich habe bis jetzt schon sehr selten zu ihr gegriffen. Und ich sehe gerade, mein Akku blinkt. Ich swatche euch aber die jetzt nochmal schnell. Ah, die hat schon sehr schöne Farben. Ja, richtig schön. Die bleibt auf jeden Fall. Und dann wechsle ich mal schnell meinen Akku. So, Akku ist gewechselt und wir machen gleich weiter mit Too Faced Paletten. Und da habe ich diese zwei hier. Da gibt es auch so eine kleinere, so eine Blush-Palette. Ist auch hier so magnetisch. Die Blush-Palette ist aber natürlich jetzt in der Blush-Box. Und ja, die sieht so aus. Das sind diese Winter Limited Editions. Und die mag ich auch sehr gerne. Mal zwei Farben. Und das ist die andere dazu. Die hat auch so richtig schöne besondere Farben drin. Sieht so aus. Richtig schön und die bleibt natürlich auch. Ja, dann habe ich die hier noch. Die Too Faced Sugar Cookie Palette war das. Und das war auch eine Limited Edition leider. Und das ist diese hier. Und die hat wirklich schöne Farben drin. Ich swatche sie jetzt mal nicht, weil die ist fast leer und ich verwende die wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und sieht man ja, glaube ich, auch an den Hitte-Pans. Und ja, deswegen, die bleibt auf jeden Fall und die wird wahrscheinlich komplett aufgebraucht werden. Ja, und dann noch eine Too Faced Palette. Das ist auch dann, glaube ich, die letzte Too Faced Palette in meiner Sammlung. Das ist die Gingerbread Spice Palette. Da kam ja letztes Jahr nochmal die Extra Spice raus, aber ich habe die normale Spice. Und das ist diese schöne Palette hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ganz, ganz tolle Palette.
So sehen die Farben aus. Richtig, richtig schön. Ja. Und die bleibt natürlich. Ja, dann meine einzige Cat von die Lidschattenpalette, die Shade and Light Eye Palette. Die habe ich damals im Sale in Italien, in Florenz, in einem Einkaufszentrum bei Sephora gekauft. Und das ist dieses schöne Teilchen hier. Und mit der schminke ich halt total gerne so Smoky Eyes. Und ja, dafür eignet die sie wirklich richtig, richtig gut. Und die darf natürlich dementsprechend auch bleiben. Ja, dann habe ich hier von MAC eine Lidschattenpalette. Und die war aus einer Limited Edition, und zwar die Snowball Eye. War das Snowball Eye? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die so hieß. Also die Palette heißt Snowball Eye Compact und Rose Gold. Und ja, das ist diese Palette hier. Und die habe ich damals zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das sind diese Farben hier. Und auch die darf natürlich bleiben. Ja, dann meine zweite MAC Lidschattenpalette ist hier aus der Aladdin Limited Edition. Und zwar ist es die Eyeshadow Princess Jasmine Palette. Und ja, sie sieht so aus. Hat kleine Pfännchen, aber wirklich schöne Farben. So sehen die aus. Ja, richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich bin so froh, dass ich damals welche eine aus der Edition ergattern konnte, weil die waren wirklich nicht leicht zu kriegen. Und ja, ich freue mich so sehr über diese Palette. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit Huda weiter. Huda Beauty. Und hier habe ich eine eigentlich Highlighter-Palette. Die ist auch richtig schön hier mit diesem Transparent drinne. Richtig schön gemacht, die Palette. Und die war ja im Glossybox Adventskalender als Nummer 24 drinne. Und ja, was man mit der natürlich sehr, sehr gut machen kann, weil die als Highlighter, nee, ne. Aber wenn ihr die über einen schwarzen Lidschatten auftragt, dann ist das wirklich nochmal so ein richtiger Pop. Das glaube ich, machen wir jetzt mal schnell. Also ganz einfach, ganz simpel. Nehmen wir mal hier so einen schwarzen Lidschatten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Aber generell, wenn man jetzt so eine dunkle Base hat und dann so einen Highlighter drüber gibt, dann gibt es nochmal so einen richtigen Effekt auf den Augen. Also schaut richtig gut aus. Und ja, deswegen darf diese Highlighter-Palette auch bei mir in der Sammlung bleiben, weil dafür eignet die sich wirklich richtig gut. Ja, dann noch eine Huda Beauty-Palette, die ich umsonst bekommen habe. Und zwar habe ich damals bei Sephora bestellt und da gab es, glaube ich, einen gewissen Einkaufswert und dann gab es die gratis dazu und die sieht so aus. Eine richtig schöne Palette auch mit so einem richtig schönen Senfgelb. Kann man Senfgelb dazu sagen? Ich glaube schon. Ja, sieht so aus. Auch eine richtig schöne Palette, darf natürlich bleiben. Ja. Dann habe ich hier die letzte Huda Beauty Palette in meiner Sammlung und das ist die Nude Huda Beauty Palette. Ich glaube, ihr kennt sie auch alle. Das ist das Design hier. Und ja, so sieht das gute Stück aus. Und die Farben sind natürlich wirklich sehr besonders. Und es ist ja auch ein wirklich richtiges Glitzer dabei. Ich glaube, ich bereue es jetzt schon, dass ich swatche, weil es wird gleich überall sein. Ja, aber so sieht das aus und oh, ist das schön. So schön. Vor allem gerade diese gesprenkelten Töne, die sind so mega geil. Schaut euch das an. So schön. Ich liebe diese Palette. Ich verwende die auch echt gerne. Und man braucht auch nicht viel Produkt, deswegen schaut es auch nicht so aus, als hätte ich sie schon oft verwendet. Ja, die bleibt natürlich. Ja, dann machen wir hier mal weiter mit der Morphe-Palette. Sie ist jetzt nicht wirklich High-End, würde ich sagen, aber auch ja, ein schönes Teilchen. Was mich hier ein bisschen nervt, ist, wenn man sich mit der schminkt. Die hat so viele Farben und die Farben ähneln sich ja auch alle relativ stark. Und ja, das ist übrigens die 35T, nennt sich die. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Dass man manchmal dann ins falsche Fännchen reinkommt. Aber an sich, hey, die Pigmentierung ist
Der Wahnsinn. So sieht das aus. Richtig schöne Farben. Ja, sollte ich echt mal verwenden, weil ja, ist eigentlich zu schade drum, dass sie nur so rumliegt. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, weil die halt so viele Farben hat und man halt nicht weiß, in welcher das man gerade drin war. Und ja, aber gut, kann man halt nicht ändern, aber an sich wirklich eine schöne Palette. Die bleibt auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit einer Nabla-Palette und zwar ist es die Dreamy. Die ist ja auch so schön, ne? Na, komm raus. So sieht die aus. Und na, so sieht die dann von innen aus. Richtig schöne Palette. Gefällt mir auch mega gut. Verwende ich auch total gerne. So sieht die aus. Und ja, ich finde den Farbton Immaculate, also das ist dieser helle hier, der ist halt auch sehr besonders, weil der so verschieden, also so Duochrome eigentlich ist. Richtig schön, gefällt mir echt super gut. Und ja, die darf bleiben, weil die verwende ich immer mal wieder gerne. Und auch gerade für einen Alltagslook finde ich die super. Dann nehme ich einfach die Farben Lullaby and Rose Gold oder Vanitas, also die hier, die Rose Gold oder die hier oben. Einfach zwei Farben und dann ist gut und ist schnell gemacht. Die hat auch kaum Fallout und deswegen richtig schöne Palette. Ja, dann kommen wir zu meinen beiden Jeffree Star Paletten. Das ist einmal die Jawbreaker und die Mini Jawbreaker. Und ja, das ist dieses schöne Teilchen hier. Sehr, sehr bunt. Also wirklich mal was ganz anderes in meiner Lidschattensammlung. Und ja, deswegen darf die auch bleiben, weil es halt einfach wirklich mal was ganz anderes ist. Aber ich werde jetzt im Sommer auf jeden Fall nochmal mehr mit der rumspielen. Im Winter finde ich die Farben irgendwie so nicht so passend. Ich weiß nicht. Und dann habe ich hier noch die Mini Jawbreaker. Die sieht so aus. Und auch die ist richtig schön. Gerade dieser Farbton Oral. Der hier, der ist richtig toll. Ja. Tolle Paletten, tolle Qualität und dürfen auf jeden Fall bleiben. Ja, dann machen wir weiter mit meinem neuesten Schätzchen und das ist hier die Natasha Denona Love Palette. Schöne Palette. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist ein Look dazu schon online. Also my first impression. Und ja, das ist die Palette hier. Richtig schön, gefällt mir richtig gut. Gerade der Farbton Blind ist richtig schön. Ich trage die Palette übrigens auch heute auf meinen Augen. Und ja, tolle Farben, tolle Farbabgabe. Und ich swatch euch jetzt hier auch mal drei. Und gerade der Farbton hier, der Blind, einfach mega schöne Farbe. Habe ich so in der Art überhaupt noch nicht in meiner Sammlung und bin ich mega froh, dass die einziehen durfte. Ja, dann machen wir weiter mit meinen beiden Anastasia Beverly Hills Paletten. Und da habe ich zum einen die Norvina. Und bei den Paletten ist es ja echt so, wenn man da reingeht, die sehen immer gleich zerstört aus, ohne Ende. Aber auch hier eine richtig schöne Palette. Und ich liebe sie und ja, möchte sie auch... Oh, ist die pigmentiert, hey. War ich schon wieder zu stark drin. Auch die möchte ich nicht vermissen. Schaut euch die mal an. Ja, mega schöne Palette. Bleibt natürlich auf jeden Fall. Ja, und die Soft Glam, auch die ist natürlich ein absolutes Highlight in meiner Sammlung. Sie hat wirklich schöne natürliche Farben, mit denen man einen super schönen natürlichen Look schminken kann. Und was nur wichtig ist bei den Anastasia Beverly Hills Paletten, finde ich, erst den Lidschattenlook machen und dann die Lidschatten drauf, dann die Base drauf, weil sonst habt ihr hier unten alles voll mit Glitzer und das wollen wir natürlich nicht. Und ja, baken tue ich nicht, weil das trocknet die Haut zu sehr aus. Deswegen erst Augenlook und dann die Base. Genau. Ja, und die beiden dürfen natürlich bleiben. Ja, und dann habe ich noch vier Paletten hier liegen und ja, das ist Urban Decay. Und ja, hier habe ich einmal die Born to Run Palette.
mega schöne Palette, ganz, ganz tolle Farben. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Wanderlust ist eine richtig schöne Farbe. Big Sky und Baja, ganz, ganz tolle Farben. Ich swatche schon wieder mit der Hand, mit der ich nicht mehr swatchen wollte, weil mein Handrücken schon so... Ach. Dings ist... Ja, hier. So sieht die Palette aus. Also so sehen drei Farben der Palette aus. Richtig schön. Ganz, ganz tolle Farben. Und ja, deswegen dürfen die natürlich bleiben. Und können wir mal bitte über das Design sprechen? Das ist einfach überall Urlaub drauf, was natürlich einfach schon mal mega schön ist. Und ja, die ist so schön. Ja, dann habe ich hier die Naked Heat Palette. Auch die ist richtig toll. Sieht so aus. Hat sehr, sehr warme Töne, sehr, sehr rötliche Töne. Und hier swatche ich euch mal die Farbe Lumbre, Dirty Talk und Swatched. So sieht das aus. Auch mega schön, ne? Ganz, ganz toll. Und ja, ich greife zwar nicht oft zu ihr, aber wenn ich zu ihr greife, dann liebe ich sie jedes Mal. Und gerade wenn man auf irgendein Konzert geht oder irgendwie mal weggeht, dann kann man sowas natürlich super tragen. Im Alltag jetzt eher vorsichtiger, eher weniger, weil selbst die dezenten Töne doch sehr, sehr ins Rötliche gehen. Und ja, macht sich im Büro irgendwie nicht immer so gut, aber eine richtig schöne Palette und die darf natürlich auf jeden Fall bleiben. Ja, dann eine Palette, die ist natürlich schon wieder mehr fürs Büro geeignet, ist die Naked Honey Palette. Und die hat diese schönen goldenen Töne, schön bräunlich warm, richtig schön. Gefällt mir auch mega gut. Und auch hier swatche ich euch mal drei Farben. Richtig schön, ne? Oh, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und ja, die darf natürlich auch bleiben. So, jetzt hat sich die Kamera gerade ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr alles noch gesehen habt. Auf jeden Fall, die Palette ist richtig, richtig schön. Darf natürlich bleiben. Und ja, ich freue mich über die. Vor allem, die sieht so schön aus, ne? Ja, und dann kommen wir zu meinem absoluten Schmuckstück in meiner Sammlung. Die Game of Thrones Palette. Ich habe so mitgefiebert, dass ich die bekomme. Ich habe sie bei Urban Decay direkt bestellt. Und ja, ich fand sie so, 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 so schön. Einfach eine tolle Palette, ne? Also ihr zieht hier praktisch die Lidschatten hier raus. Und das ist das Farbschema. Also wir haben hier praktisch einmal zum Thema Weißer Wanderer, dann natürlich zum Thema Winterfell, King's Landing und Bay of Dragons, also zu jedem Haus haben wir hier praktisch, also zu den wichtigsten Häusern haben wir hier praktisch die Lidschatten. Und ein ganz, ganz toller Ton ist The Black, nein, Take the Black, so. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da sind so Glitzerpartikel drin, seht ihr das? Schön. Dann Frozen North, auch ein ganz, ganz toller Ton. The Side. Und wen nehmen wir noch? Wen nehmen wir noch? Winterfell nehmen wir mal noch. Oh, so schön. Und ich swatch schon wieder mit der Hand. So sieht das hier aus. Und den schwarzen, den muss man ein bisschen aufbauen. Aber der macht sich, also wenn ich mit der Kat Von D oder mit der Soft, mit der Anastasia Beverly Hills Palette in den Schwarz vorher drunter gehe und dann den drüber gebe, sieht es einfach nochmal richtig gut aus, weil es hier so einen Glitzer drin hat und ach, so schön, Leute, so schön. Aber auch Bend the Knee. Ist so ein schöner Ton. Ich trage den mal hier auf. Seht ihr den? So schön. Aber auch hier Hard Home. Sehr, sehr schön. Also
Die Palette ist der absolute Knaller und ja, Alltagslooks sind jetzt mit der so ein bisschen schwierig zu machen. Also man kann House Lannister verwenden und den Bend the Knee oder Bay of Dragons kann man für einen natürlichen Look schon verwenden, aber halt eher schwierig. Aber natürlich tolle Palette. Und so sieht das Ganze dann hier nochmal von innen aus. Das blende ich euch leider ein bisschen. Und man kann natürlich hier noch den eisernen Thron aufklappen. Ja, richtig schön. So eine tolle Kollektion und ja, bin so froh, dass ich die damals gekriegt habe, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich würde sie am liebsten immer hier draußen stehen lassen, aber wir haben eine Katze und die räumt alles ab. Und das wäre einfach zu schade. Deswegen muss sie leider im Schub bleiben und ja, aber ich liebe diese Palette. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine komplette Lidschattensammlung High-End und Drogerie. Drogerie, wie gesagt, seht ihr im ersten Teil. Und ja, das ist der kleine, aber feine Teil, der gehen darf. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paletten und 8 plus 2, die ja, in den Müll kommen, weil sie einfach nicht mehr gut sind. Die möchte ich auch natürlich auch nicht mehr weitergeben. Ja, aber 10 Paletten, die ich aussortiert habe. Ich habe jetzt die anderen nicht gezählt. Ich zähle die jetzt im Nachgang nochmal und schreibe es euch jetzt hier mal einmal rein. Dann könnt ihr sehen, was ich so an Gesamtanzahl Paletten habe. Ja, ich finde, es ist eine schöne Sammlung. Es ist nicht zu viel. Es ist auch nicht gerade wenig. Und es werden mit Sicherheit noch die ein oder andere Lidschattenpalette einziehen. Weil Lidschattenpaletten kann man meiner Meinung nach fast nicht genug haben. Ja, aber dafür sollten natürlich auch wieder welche ausziehen. Die Paletten, die bei mir ausziehen, ich habe mir einen neuen Instagram-Kanal erstellt, der heißt Sabrina Beauty and More Insta Sale. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen. Also ich hoffe, dass der, also ich muss den jetzt noch erstellen, also ich hoffe, dass der so heißt. Wenn nicht, verlinke ich es euch auch noch mal unten in der Infobox, dann schaut bitte da einmal nach. Ja, da könnt ihr die Sachen kaufen, wenn ihr möchtet. Ja. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Paletten ihr daheim habt, welche ihr total feiert, welche für euch überhaupt nicht gehen. Und es würde mich auch mal interessieren, interessiert euch vielleicht oder soll ich mal einen Look mit irgendeiner Palette schminken? Wenn ja, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, von euch zu lesen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!